eine 1, 6, 4, 5 Akkordfolge. Vor den A-Moll-Dreiklang setzen wir einen E7-Akkord ein. Dieser E7 entstammt aus A harmonisch Moll. Der E7-Akkord im Blues oder als Dominante der Tonart A-Dur enthält die große Nonne. Im Prinzip wechselt man in natürlich Moll auf der Dominanten, dem E-Moll-Akkord, nur die kleine Terz G aus, indem man die große Terz Gis verwendet, um in einer Moll-Tonart einen Dur-Akkord als Dominante zu erhalten. Alle anderen Töne, außer dass der Ton G zum Ton Gis wird, bleiben die gleichen wie in der A-Moll-Tonleiter. Ein Fünfklang E in der Tonart A-Dur würde also den Ton Fis enthalten. Der Ton F kommt in A-Dur nicht vor. In A-harmonisch Moll kommt aber kein Fis vor, sondern da muss man den Ton F beibehalten. In A-harmonisch Moll würde man also eher ein E7B9 verwenden als ein E9. Das wird dann wichtig, wenn du über einen E7 solieren möchtest. Verwende in dieser Akkordfolge beim Solieren über den E-Dur oder E7 besser den Ton F, nicht den Ton Fis. Den Ton Fis verwendest du über einen E im Blues oder über einen E-Akkord in der Tonart A-Dur. Nebst E7 aus A harmonisch Moll ist auch der F-Moll-Dreiklang Tonart fremd. Der F-Moll-Dreiklang kommt in der Tonart C-Dur nicht vor. Du musst über den F-Moll-Akkord nur die große Terz des vorangegangenen F-Dur-Dreiklangs zur kleinen Terz machen und das ist der Ton Gis. Beim Improvisieren muss man die Töne F oder Gis nicht verwenden. Aber der Ton Gis ist die große Terz des E-Dur-Akkordes und die kleine Terz des F-Moll-Akkordes und klingen besonders gut über diese zwei Dreiklänge. Du kannst die Akkordfolge auch erweitern, indem du nach dem A-Moll-Dreiklang ein G-Moll spielst. Beim Solieren über den G-Moll eignen sich Töne aus der G-dorischen Tonleiter. G-Moll wird so wahrgenommen wie der zweite Akkord von F-Dur, also G-dorisch. Dann kann man in die Akkordfolge auch einbauen, dass du nach dem F-Moll um einen Bund zum E-Moll gehst, dann in Quintschritten E-Moll, A-Moll, D-Moll und G7 spielst. Welches alles Akkorde aus der Tonart C-Dur sind. Also E-Moll, A-Moll, D-Moll, G, G7 sind alles tonleitereigene Akkorde der Tonart C-Dur.
Du kannst am Ende auch einen kleinen Turnaround einbauen, indem du kurz den C-Dur-Dreiklang spielst, dann einen A7, einen D7 und einen G7 und dann wieder zurück zum C-Dur-Dreiklang. Eigentlich wäre Tonleiter eigen nach dem C-Dur ein A-Moll und ein D-Moll. Nun ist es so, das nennt sich Sekundärdominanten. Der G7 führt uns zum C zurück. Jetzt ist aber D7 die Dominante vom G7 und A7 ist die Dominante vom D7. Also da spielst du kurz den C-Dur, dann spielst du die Dominante vom D-Moll, den A7. Dann spielst du aber keinen D-Moll, sondern einen D7, weil das ist die Dominante vom G7. Und dann kommt erst der G7, der die Dominante des C-Dur-Dreiklangs ist. Heute verwenden wir aber nur die kurze Version. Während im Hintergrund der C-Dur-Dreiklang klingt, kannst du mit der C-Dur-Tonleiter improvisieren oder mit Tönen aus der C-Dur-Pentatonik. Über den E7 verwende A-Harmonisch-Moll bzw. E-Phrygisch-Dominant. Das ist aber ein Mode der A-Harmonisch-Moll-Tonleiter. Über F-Dur verwende Töne aus der C-Dur-Tonleiter, am besten die drei Töne F, A und C. Das sind die drei Töne des F-Dur. Über F-Moll verwende in jedem Fall die kleine Terz. Das heißt, du kannst mit der F-Moll-Pentatonik solieren. Du kannst auch Töne aus der F-Melodisch-Moll-Tonleiter verwenden. Über C-Dur dann wieder die C-Dur-Tonleiter. Über den G-Dur-Akkord verwende Töne aus der C-Dur-Tonleiter, G-Mixolydisch, die Akkordtöne G, H und D. Da kannst du auch gut den Ton F mit einbeziehen. Das wäre dann die kleine Septime, die Akkordtöne von einem G7-Vierklang. Du kannst auch sehr gut mit der A-Moll-Pentatonik oder auch der A-Moll-Blues-Tonleiter solieren. Damit meine ich, während der C-Dur-Akkord klingt, musst du natürlich schon eher auf das C betonen oder das E betonen oder die Note G und nicht etwa auf dem Ton A stehen bleiben. Verwende über die ganze Akkordfolge die A-Moll-Pentatonik, aber über den E-Dur-Akkord und über F-Moll, du merkst das dann schon, da verwende den Ton Gis. Der einzige Unterschied zwischen der A-Moll-Pentatonik und der Blues-Skala ist der Ton Dis, die Blue Note. Wenn du während der F-Moll-Dreiklang klingt, die Blue Note Dis spielst,
spielst du vom F-Moll die kleine Septime.